Gut, dann sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, ich freue mich, Sie heute bei einem neuen Webinar begrüßen zu können. Es geht um den allogenen Knochen in der Augmentationschirurgie mit der Frage, ist es wirklich eine Alternative eigentlich zum autologen Transplantat? Stehen wir vor einem Paradigmenwechsel? Wenn wir uns ansehen, warum wir Augmentationen, Kieferkammaufbau benötigen, so gibt es viele Gründe, angefangen von Fehlbildungen bis zur massiven Parodontitis bis hin zu Tumorerkrankungen mit der darauf folgenden Resektion. Das häufigste ist aber tatsächlich die physiologische Atrophie nach Zahnverlust. So sehen wir im ersten Jahr bereits einen Knochenverlust von bis zu 25%, der dann über die nächsten 5 Jahre zu 40 bis 60% des ursprünglichen Knochenvolumens beträgt. Auf der anderen Seite, gegenüber diesem Verlust des Knochens, steht natürlich der Patientenwunsch zu festsitzendem Zahnersatz, der oft dann nur noch möglich ist, Implantat getragen, und da braucht es einfach ein Minimum an Knochen, selbst bei den im Moment ganz modernen kurzen Implantaten. Was haben wir für Möglichkeiten? Fangen wir mal an. Wir können natürlich als erstes einfach gar nichts machen. Das heißt, wir haben das Blutkoagel, das sich konsolidiert, das sich zum Teil eben auch umbaut zu neuem Knochen. Hier ist die Stabilität extrem wichtig. Über Granulationsgewebe kommt es, wie gesagt, zur Bildung von neuem Knochen aufgrund auch des hohen Zytokin- und Wachstumsfaktorengehalts des Blutes. Hier, das ist jetzt ein exemplarisches Bild aus unserer Gruppe zur Peri-Implantitis-Therapie, hat sich auch gezeigt, dass das Blut vielleicht nicht ganz ausreichend ist, sondern man braucht tatsächlich noch ein gewisses Trägermaterial, sei es ein Kollagen und optimalerweise zusätzlich noch eine Membran im Sinne von GBA-Techniken. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, wir gehen jetzt so von gar nicht invasiv zu ein bisschen invasiver, ist dann der partikuläre autologe Knochen, beispielsweise hier einmal gewonnen mit dem Bone Scraper oder Safe Scraper, also das Abschaben des Knochens, der dann recht gut verwendbar ist. Oder wir können auch den Überschuss des Knochens am Implantatbohrer selbst nehmen, mischen das dann normalerweise ein mit Blut oder Wachstumsmedien. Es funktioniert ganz gut, aber wie man in dieser Studie von 2013 sehen kann, ist die Qualität des Materials sehr abhängig von der Entnahmetechnik. Wir sehen also hier, das ist die Zellen, die prozentuale Gehalt an wirklich lebendigen Zellen, der gewonnen wird, ist am höchsten einfach die von der Knochenmühle, also große oder größere Knochenstücke entnommen, die dann zermahlen und als partikuläres Material benutzt, direkt gefolgt von dem Material vom Bone Scraper. Also das Abschaben des Knochens, dann sehen Sie das Slurry, das ist dieses, was man gewinnt vom Implantatbohrer. Natürlich ein bisschen weniger, wahrscheinlich aufgrund der Reibung und der Hitze werden da Zellen zerstört. Man kann es auch mit der Piezo-Surgery abschaben, aber auch da ist wahrscheinlich die Hitze dafür ursächlich, dass dann doch deutlich weniger an lebendigen Zellen drin sind. Das nächste, was wir machen können, hier sehen Sie ein Beispiel davon, ist natürlich der autologe Knochenblock, den man für den Enoral von vielen Lokalisationen gewinnen kann. Das hier ist einer vom Kieferwinkel. Sie sehen hier die laterale Atrophie in den verschiedenen Bildern, die Eröffnung des zweiten Situs und die Entnahme des autologen Knochentransplantats, das dann so aussieht und das im Sinne einer Schalentechnik dann fixiert und unterfüttert wird. Wir haben natürlich oral letztendlich ein paar Probleme. Oral einmal ist die Verfügbarkeit eingeschränkt. Wir können nicht unlimitiert Knochen entnehmen. Am Kieferwinkel, so wird es in der Literatur beschrieben, ist es die maximale Größe, die wir erreichen können, 4 mal 1,5 mal 1,5 Zentimeter, was schon relativ groß ist. Für die größeren Transplantate, das ist natürlich für die Mundkiefer-Gesichtschirurgen etwas einfacher, können die Transplantate entnommen werden von extraoral, da meistens vom Beckenkamm oder von der Calvaria. Wir haben bei dem autologen Knochen generell das Problem, dass er schneller resorbiert als Ersatzmaterialien und die Resorption ist noch ein bisschen schneller, wenn er von extraoral genommen wird. Das heißt, gerade besonders bei den extraoralen Augmentationen ist es wichtig, dass eine zeitnahe Versorgung mit Implantaten dann beispielsweise stattfindet.
Allerdings extraoral, wir können wie gesagt viel nehmen, aber wir haben Komplikationen. Hier sehen Sie die Komplikationsraten beim Beckenkamm bei 19%. Es fängt an mit leichten Schmerzen und Hämatomen, geht dann bis zur Beckenfraktur, wenn ein größeres Stück genommen wird und der Patient sich eventuell nicht an die Ruhestellung oder die relative Ruhestellung, relative Belastung gehalten hat. Im Unterkiefer ist die Komplikationsrate etwas geringer, das ist hier am Ramus, aber die Komplikationsraten sind eben beispielsweise eine Parästhesie. Und wenn man sich ansieht, wie das so aussieht mit den Parästhesien, hier ist es beschrieben in der Publikation, die Größe des entnahmen Augmentats korreliert absolut mit mit temporären Parästhesien im Bereich des Nervus alveolaris inferior. Also je größer ich entnehme, scheinbar, desto mehr temporäre Parästhesien habe ich. Wenn ich aber hier auf die permanenten Parästhesien gucke, hat es dann keinen Einfluss. Aber wir sehen, bei diesen 374 untersuchten Fällen der Autoren sind immerhin zwei permanente Parästhesien dabei gewesen. Ein Hauptgrund für die Entnahme des autologen Blockes ist, und es wird immer gesagt, es ist osteoinduktiv, das ist es, wahrscheinlich auch aufgrund der Wachstumsfaktoren, die da drin sind. Zusätzlich wird immer gesagt, es sind die überlebenden Zellen drin. Die Zellen sind gut, die proliferieren, sorgen dafür, dass das alles ein bisschen besser und schneller umgebaut wird, was ja auch so ist. Aber die Frage ist, sind denn wirklich Zellen drin? Und da sind einiges an Versuchen durchgeführt worden, die gezeigt haben, dass weder Osteozyten noch Osteoblasten in den Blöcken drin sind, wenn sie eingeschraubt werden. Also es handelt sich letztendlich um einen relativ gesehen toten Knochen. Das Zellüberleben ist nur gesichert, wenn die Blöcke zwischendurch in den geeigneten Nährmedien gelagert werden. Also weder Blut noch sterile Kochsalzlösung scheint da irgendwie von Vorteil zu sein. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, und darin geht es natürlich heute, sind die Biomaterialien, sind die Knochenersatzmaterialien, die alle biokompatibel sein müssen. Sie sind optimalerweise osteokonduktiv, das heißt, sie dienen wie eine Leitschiene für den Knochen. Also der Knochen wächst von dem Ortsständigen auf das Knochenersatzmaterial in das Knochenersatzmaterial. Wir brauchen für die Knochenregeneration immer eine gewisse mechanische Stabilität. Optimalerweise sind die Knochenersatzmaterialien biodegradierbar, das heißt, sie halten so lange, bis sie ersetzt werden durch den eigenen Knochen. Wie sieht das aus? Hier sehen Sie Bilder aus einem Tierversuch bei einem xenogenen bovinen Material, das wir ganz gut kennen. Wir sehen in der Mitte die Knochenersatzmaterialien in diesem Loch angehäuft und wir sehen hier rundherum, das ist ein rundes Loch, von dem ortsständigen Knochen wächst neuer Knochen in Richtung Knochenersatzmaterial. Genau das ist diese Osteokonduktivität. In der Mitte sehen wir keinen neuen Wachstum, also eine de novo osteoinduktiven Wachstum haben wir bei den Knochenersatzmaterialien eigentlich nicht. Wenn wir uns ansehen, das hat natürlich Vorteile, das xenogene Material, sehen wir uns mal die Struktur an hier vom autologen Knochen, dann direkt im Vergleich mit dem xenogenen Material, da sind natürlich Ähnlichkeiten da und das ist von Vorteil. Das xenogene Material wird aufgereinigt, wird deproteiniert, wir haben also wirklich ein sauberes Material ohne Risiko einer Krankheitsübertragung. Bei Erhalt natürlich der Knochenarchitektur. Es ist bewiesen, dass das Material toll biokompatibel ist, die Osteokonduktivität ist bewiesen. Bei der Resorption, naja, die ist eben nicht bewiesen. Also das heißt, es resorbiert sich nicht. Wir sehen hier beispielsweise einen Fall von einem Patienten, der Markus Klein hat das zusammengetragen, bei dem nach 11 Monaten nach einem Sinuslift eine Implantation durchgeführt wurde. Bei der Implantation konnten Knochentrepane gewonnen werden. Wir haben das dann zusammen publiziert. Hier sehen Sie das Mikro-CT in der Mitte, die residualen Partikel, so in hell und drumherum der neue Knochen, der da lang wächst, ohne dass man von Resorption sprechen konnte. In dieser Publikation, hier sehen Sie auch nochmal die histologischen Schliffe, genau das ist das, was passiert. In der Mitte die Knochenersatzmaterialien hier in diesem dunkellila und drumrum umrandet von neuem Knochen, so wie es sein soll, was natürlich ganz toll ist für die Volumenstabilität und deswegen ist es auch ein gutes Material für den Alveolenerhalt oder vielleicht auch für die Sofortimplantation.
In dieser Publikation haben wir noch einen anderen Fall gehabt. Da wurde der Sinuslift operiert und dann erst nach 4 Jahren und 8 Monaten implantiert. Auch da hatten wir dann die gleichen Trepane entnommen, Mikro-CT und Histologie. Und Sie sehen, da wächst neuer Knochen, ungefähr 30% neuer Knochen, aber das Knochenersatzmaterial resorbiert sich komplett nicht. Also es bleibt über diese Zeit volumenstabil. Das entspricht auch den aktuellen Publikationen. Hier einer von 2010 bei 20 Patienten, 11 Jahre nach Sinuslift, unveränderte Partikel im neu gebildeten Knochen. Kann von Vorteile sein, kann aber auch von Nachteil sein, weil eigentlich wollen wir haben, dass unser Material komplett ersetzt wird und zu eigenem Knochen wird. Wir haben außerdem verschiedene synthetische Materialien derzeit auf dem Markt. Das sind meistens Tricalciumphosphat, Hydroxylapatite, Biogläser, verschiedene Kombinationen daraus. Großer Vorteil des synthetischen Materials, wir haben keine Narbenmorbidität, wir haben eine unbegrenzte Verfügbarkeit. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich der Preis, aber im Großen und Ganzen eine gute Angelegenheit. Es ist nachgewiesen worden, in einzelnen Publikationen, dass die Osteokonduktivität geringer ist als die von allogenem Knochen. In anderen Publikationen kann wieder gezeigt werden, dass dem nicht so ist. Es hängt also im Großen und Ganzen davon ab, wahrscheinlich, was für ein allogenes Material ist, was für ein synthetisches Material ist, für welche Indikation es genommen ist beim allogenen Material, von welchem Spender es genommen wurde. Es sind viele Faktoren, die solche Vergleiche am Ende unglaublich schwierig machen. Hier sehen Sie verschiedene synthetische Materialien inseriert in den lateralen Femur vom Kaninchen. Hier in dunkelbraun sehen Sie das gleiche Ergebnis letztendlich, was man mit dem xenogenen Material auch bekommen hat. Hier handelt es sich um Nanobone, also ein synthetisches Material mit Bioglas. Sie sehen, wie komplett es umrandet wird, osteokonduktiv, wie der neue Knochen überall da heranwächst. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, und darum geht es hier heute, ist der allogene Knochen. Also Knochen, der gewonnen wird, meistens in Deutschland von lebenden Spendern, seltener von Leichen. Es handelt sich also um meistens Hüftkopfpräparate, die entfernt wurden, um Endoprothesen da zu inserieren, die dann aufgereinigt werden nach relativ aufwendigen Methoden. Und die dann in verschiedenen Konzentrationen eingesetzt werden. Dieses Osteocell ist in Deutschland nicht zugelassen. Da sind noch spezielle Zellen sogar drin. Also die werden belassen und das wird schon ein Vorteil sein. In Deutschland zugelassen sind zum Beispiel diese beiden Materialien, das Maxcraft und das Puros. Wir haben auch das Osteocraft, das ein wirklich gut untersuchtes Material dafür ist. Wir haben immer den humanen Spender. Allogen bedeutet ja nichts anderes, als dass das Material von der gleichen Spezies ist, aber von einem anderen Spender. Die Materialien, die wir hier haben, sind alle Arzneimittel, die zugelassen werden müssen und die auch zugelassen sind. Wir haben da relativ strikte Voraussetzungen, relativ strikte Kontrollen, letztendlich über das Paul-Ehrlich-Institut, sodass die Zulassung nur erfolgt, wenn das auch alles, wenn dem auch allen gegeben ist. Die Grundstruktur ist selbstverständlich äquivalent zu dem des autologen Knochen, wobei wir natürlich den großen Vorteil haben, keine Narbenmorbidität und eine gebrauchsfertige, unbegrenzte Verfügbarkeit. Hier sehen wir einmal, was da zum Beispiel über Botes vertrieben wird. Letztendlich ist das dieses CTBA-Verfahren. Wir haben die Spender, die dann letztendlich einwilligen müssen. Es werden Blutproben entnommen. Das ist der große Vorteil des Lebensspenders, dass man genau das machen kann und dann über verschiedene Verfahren testen und reinigen kann. Die Spenderauswahl erfolgt immer unter Ausschluss von systemischen, akuten und chronischen Infektionen. Es darf kein Fieber vorliegen, kein Risikofaktor für HIV. HIV wird natürlich auch nochmal extra überprüft. Frühe bestehende Malignitäten müssen ausgeschlossen werden. Es darf keine Bestrahlung oder eine Chemotherapie in der Anamnese vorhanden gewesen sein. Das sind so die gängigen Viren und Bakterien, die getestet werden. Wir haben hier Hepatitis, wir haben HIV, wir haben HTLV, wir haben Syphilis. Leberparameter werden überprüft, sodass er wirklich für die Gesundheit des Spenders gewährleistet werden kann.
Was passiert dann? Das ist jetzt ein, es gibt ganz viele unterschiedliche Verfahren, die am Ende eine Mischung aus physikalischen und chemischen Verfahren sind. Also es geht um Entfettungen, es geht um Reinigungen, es geht um Deproteinierungen und am Ende folgt meistens noch eine Gammasterilisation. Dann bekommen wir letztendlich unseren Knochen, der dann vorliegt. Der Osteograft hatte ich bereits schon angesprochen. Der sollte natürlich dann so rein wie möglich sein, weil wir ihn da anwenden müssen. Wie rein ist der nun wirklich? Eine gute Frage, die zum Beispiel Sharam Ganati hier in dieser Publikation von 2014 versucht hat zu beantworten. Sie sehen, bei diesem Material hier sagt er, kein Bindegewebe mehr drin, keine Zellen drin, alles soweit gut. Aber in den anderen, also in das gleiche Material. Hier sehen wir Zellen und Bindegewebe waren doch sehr wohl drin. Also ganz sauber bekommt man es scheinbar nicht. Alfred Wurst hat das hier dann publiziert. Wieder aus der Frankfurter Arbeitsgruppe, aus dem Puros-Block sehen wir hier, da war Kollagen drin, da waren Zellen drin, da waren Zellreste drin. Also auch da ist was drin. Und im dem Material von Botes waren hier auch Osteozyten und Adipozyten, die man sehen konnte. Das ist jetzt eine Zusammenfassung. Wir haben also in all diesen Blöcken irgendwelches organisches Material finden können, diese Autoren. Und zusätzlich auch ganz geringe DNA-Konzentrationen, was hier dazugehört. Also wir wollen eine Dezellularisierung eigentlich haben und am Ende ist ein möglicher Indikator für die Dezellularisierung dieser DNA-Gehalt, obwohl das nicht ganz sicher ist. Es handelt sich da meistens um ganz kurze Basenstränge, 300 Basenpaare, die biologisch nicht aktiv sind. Wir haben also, wenn wir uns den allogenen Knochen ansehen, keine hundertprozentige Dezellularisierung, die da erreicht wird, da letztendlich ja auch Zellreste da sind. Wir haben Osteozyten, wir haben Adipozyten und wir haben DNA. Wir haben sogar Nachweis von gewissen Antikörperzellen muss man aber sagen, das ist meistens in den Fresh Frozen Bone Präparaten, also Knochen, der entnommen wird und dann frisch gefroren wird, ohne weiter prozessiert zu werden. Diese Art von Knochenpräparationen sind in Deutschland nicht zugelassen. Es gibt ja viele Chirurgen, die sich mit dem allogenen Knochen beschäftigen. Darunter gehört ganz herausragend der Professor Esser aus Osnabrück, der da sich lange mit beschäftigt hat und auch mit seinen Immunologen das besprochen hat, dass das hier so ein Grenzwert sein soll für die Induktion von Antikörpern. Und dieser Grenzwert wird lange nicht bei dem allogenen Transplantat erreicht. Reden wir nochmal über Zellen. Wir haben jetzt gesehen, wir wollen eigentlich keine Zellen haben, aber es sind Zellen drin. Was machen die? Naja, das sind hier einfach mal Beispiele von 1, 2, 3, 4, 5 Präparationen aus den USA, die alle zugelassen sind über die FDA. Also gut kontrolliert und in all denen sind eben Zellen drin. Das heißt, nach Ausschluss von Krankheiten, nach physikalischen Untersuchungen, nach Gewebstests und nach mikrobiologischen Testungen wird Knochen benutzt mit allogenen Zellen, weil diese Zellen scheinbar noch einen zusätzlichen Benefit haben für die Patienten. Das heißt, so schlimm ist es gar nicht, wenn die Zellen drin sind. In diesen Präparaten wird das automatisch oder wird das absolut gewollt. Außerdem ist aktuell, und wir reden über in den letzten 25 Jahren über Anwendungen im Millionenbereich, kein einziger Fall einer solchen Krankheitsübertragung passiert, also seit 1996, muss man dazu sagen. Trotzdem muss man die Patienten informieren, dass theoretisch, rein hypothetisch, eine Erkrankung oder eine allergische Reaktion auftreten könnte. Und das gab es auch schon welche. Ich habe gesagt 1996, schauen Sie sich hier mal die Daten an, schauen Sie, was passiert ist. Das ist alles tiefgefrorener Knochen, der zu Infektionen, zu HIV-Infektionen, zu Übertragen von HIV-Infektionen geführt hat. Hab mir nochmal die einzelnen Publikationen dazu rausgesucht, ein paar andere dazu noch. Hier haben wir Infektionen, die passiert sind. TBC, HBV, HIV, HCV, nochmal HIV. Ich habe gesagt 1996, das war nämlich der letzte Fall. Und danach kam es zu einer Einführung von wirklich validierten Sterilisationen und Labortestungen. Und danach gab es keine einzige berichtete Infektion mehr in der Literatur.
Wenn wir uns, das kann man sich natürlich überprüfen, es gibt jährliche Sicherheitsberichte. Hier einmal den Sicherheitsbericht 1994 bis 2015. Da geht man in Deutschland von mehr als 250.000 allogenen Transplantaten aus. Es sind ja nicht nur wir Zahnärzte, die das benutzen, sondern in viel größerem Maßstab die Orthopäden. Da wird das ganz anders eingesetzt noch. Bei diesen Fällen gab es keinen einzigen Fall einer bestätigten Infektion und nicht mal den Verdacht auf eine Infektion. Das heißt also, wir haben tatsächlich für den Knochen, den wir im Moment anwenden, den allogenen Knochen, keinen einzigen Hinweis auf eine Infektion seit der Einführung dieser Testung. So muss man sich fragen bei dem allogenen Knochen, naja, vielleicht sind diese kleinen DNA-Reste sogar wichtig für einen osteogenen Effekt. Könnte man behaupten, ist natürlich nicht so weit bewiesen. Wir haben ein rein theoretisches Infektionsrisiko, über das der Patient aufgeklärt werden muss. Auf der anderen Seite gab es, wie gesagt, in den letzten 25 Jahren keine Infektion. In verschiedenen Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass bei dem Knochen, den wir im Moment benutzen, speziell prozessiert, also nicht das Fresh Frozen Bone, es zu keiner Bildung von Antikörpern, keinen Anstieg von Entzündungsmarkern, keine akute oder chronische Entzündung, also es geht das in die Richtung Allergie und auch keine klinisch relevanten Reaktionen aufgetreten sind. Wenn wir uns die Literatur allerdings ansehen, werden wir das hier finden. Eine Publikation, oder es gibt sogar zwei Publikationen, in denen gezeigt wurde, dass das allogener Knochen benutzt wurde und danach sehr wohl die Antikörper im Blut angestiegen sind. Bei beiden Fällen, die berichtet wurden, handelt es sich nicht um den Knochen, den wir im Moment benutzen, unseren allogenen Knochen, sondern es handelt sich in allen Fällen um diesen Fresh Frozen Bone, der wie gesagt nicht zugelassen ist und der definitiv eine stärkere Immunantwort induziert als die anderen Allografts. Gucken wir uns mal an, jetzt haben wir über den allogenen Knochen und über die Risiken des allogenen Knochens geredet. Naja, wie ist das denn? Was bringt er denn überhaupt? Die Literatur ist schwierig zu beurteilen, weil es unglaublich viele unterschiedliche Prozessierungen des Knochens gibt. Dann wird der allogene Knochen zusammen mit Ersatzmaterialien verwendet, zusammen mit Wachstumsfaktoren. Die Vergleichsgruppen sind unglaublich divers. Wir haben andere Indikationen. Also wenn wir einmal die Socket Preservation nehmen, ist es was anderes als der Sinuslift, ist es was anderes als die laterale Augmentation. Ein paar exemplarische Studien dazu zeigen aber recht gute Ergebnisse. Also hier sehen wir eine Studie, in der Osteoblasten einmal auf allogenen Knochen aufgebracht wurden und einmal auf Hydroxylapatit. Ähnliche Ergebnisse gibt es auch für Biogläser. Und jeweils konnte gezeigt werden, dass hier ist der allogene Knochen, dass bei dem allogenen Knochen die Zellproliferation bis um das Zehnfache erhöht wurde. Das heißt, hier ist mal so ein Bildchen. Das hier sind die Osteoblasten auf dem Tricalciumphosphat und das hier sind die Osteoblasten, die sich ausspreizen auf dem allogenen Knochen. Natürlich stimmt das jetzt nicht für jede Probe. Sie wissen ganz genau, dass mit den Hydroxylapatiten, dass die auch gut funktionieren. Das ist vielleicht wie in vielen Publikationen, ein sehr ausgewähltes Bild. Wenn wir in die Klinik gehen, das, was wirklich interessiert, sehen wir kleine Studien. Hier eine von 2014, das ist ein Vergleich von allogenem Knochen bei dem Sinuslift gegen den autologen Knochen. Was ist passiert? Die Ergebnisse, Implantatüberleben, Histologie und Histomorphometrie war gleich oder ähnlich. Die Bildung von neuem Knochen wurde um und zwischen den Partikeln gesehen. Egal, was ich genommen habe, ob autolog oder allogen, beim Sinuslift. In einer Literaturanalyse zum Sinuslift, hier sehen wir 136 Studien, das ist schon relativ viel, aber auch wieder, es ist schwierig, da was zusammenzufassen. Es gibt im Vergleich ein autolog, dann allogen, andere Materialien, xenogen, synthetische Materialien. Im Großen und Ganzen ist aber rausgekommen, dass bei einer Zeit unter 4,5 Monate bei dem autologen Knochen am meisten neu gebildeter Knochen ist und am wenigsten residuales Material. Das heißt, der autologe Knochen hat einfach die schnellste Einheilzeit und da stimmen Sie mir sicherlich überein, dass das auch unserer klinischen Erfahrung entspricht. Bei
In der Zeit zwischen 4,5 und 9 Monaten war dann doch kein Unterschied mehr zu sehen. Und nach 9 Monaten sahen wir beim allogenen Knochen am meisten neu gebildeten Knochen. Das heißt, bei dem allogenen Knochen dauert es einfach ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen sind für den Sinus Knochenersatzmaterialien insgesamt eine gute Alternative. Es gibt durchaus einige Autoren, die da schon ganz despektierlich sagen, es ist egal, was man in den Sinus reinmacht, es funktioniert alles. Gehen wir mal auf die anderen Indikationen aus der Literatur, hier beispielsweise eine laterale Augmentation allogener Knochen gegen autologen Knochen. Wir sehen hier, dass hier das festgeschraubt wurde, dann wurden Trepane entnommen jeweils. Das sind die Ergebnisse. Das Hauptergebnis ist, und am Ende geht es uns ja um das Implantatüberleben und noch mehr um den Implantaterfolg. Das Hauptergebnis ist, dass wir keinen Unterschied bezüglich des Knochenimplantatkontaktes und dem Knochengehalt zwischen den Implantatwindungen gesehen haben. Aber wir haben hier den allogenen Knochen und den autologen Knochen. Das hier ist die Menge an lebendigem Knochen. Das ist der nekrotische Knochen, also das Gerüstmaterial und das ist das Weichgewebe. Und da sehen Sie, dass es zwar für die Implantate keinen Unterschied macht, der allogene Knochen hier aber doch ein bisschen schlechter war als der autologe Knochen. In einer anderen Studie hier haben Autoren verglichen bei 16 Patienten mit der vertikalen Augmentation. Sie wissen, eine vertikale Augmentation, die Königsdisziplin, die haben aber eine Sonderform der vertikalen Augmentation gemacht und haben eine Sandwich-Osteotomie durchgeführt. Allogenen Knochen gegen autologen Knochen. Wie lief das? Also wir haben hier den Schnitt mit jeweils zwei Entlastungen nach Granial. Dieses Teilchen sollte immer größer als 5 mm sein, weil es sonst schwierig wird zu befestigen und auch die Nekrose des Anteils passieren kann. Außerdem soll er lingual gestielt bleiben. Also hier das Vorsägen, dann das Hochheben hier mit einem Meißel, also die vertikale Augmentation. Und anschließend das Einbringen von autologen bzw. allogenem Material, Befestigung mit Osteosynthese-Schrauben. Das ist eine relativ gute Form der vertikalen Augmentation, mit der man gute und sichere Ergebnisse erzielen kann. Allerdings ist hier auch der wirklich sichere oder der spannungsfreie Wundverschluss wie bei allen Augmentationen ganz, ganz erfolgsentscheidend. Hier haben sie noch eine Membran drüber gelegt und dann das alles mit Nähten verschlossen. Der Name der Trepane sehen wir hier. Und was ist rausgekommen? Ich fasse das einfach mal zusammen. Neu gebildeter Knochen, kein Unterschied. Wir haben in beiden Gruppen ungefähr den gleichen Anteil an neu gebildeten Knochen. Unterschiede waren aber zu sehen im Knochenersatzmaterial, was noch übrig ist. Sie sehen in der Gruppe mit dem, das ist der Gruppe mit dem autologen Knochen, haben wir viel weniger residuales Material als in der Gruppe mit dem allogenen Knochen. Und das stimmt ja auch mit dem überein. Wir haben beim autologen Knochen eine Mehrresorption, wir haben weniger residuale Partikel. Bei dem allogenen Knochen dauert es ein bisschen länger, bis der abgebaut wird. Schauen wir uns mal eine generelle Studie an über den allogenen Knochen vom letzten Jahr. Hier haben die Autoren versucht, ein sogenanntes systematisches Review zu machen, haben letztendlich 635 Studien gefunden und am Ende aus diesen Studien 57 extrahiert, die wert waren, eingeschlossen zu werden. Aus diesem systematischen Review konnte letztendlich aber keine Meta-Analyse gemacht werden, weil die Daten einfach, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt, zu heterogen waren. Vergleiche waren da nicht zulässig. Das heißt, man konnte das rein deskriptiv nur beschreiben. Hier haben wir den Vergleich. Autolog waren 872 Patienten mit 2647 Implantaten. Ganz gute Zahl. Das Implantatüberleben war 74 bis 100%, der Implantaterfolg 73 bis 100% und wir haben natürlich Komplikationen, die primär von der Entnahme kamen. Also Komplikationen am Nervus mentalis 11 bis 14% und Schmerzen. In der allogenen Gruppe hatten wir 532 Patienten mit 1.395 Implantaten. Bei einem, na, wenn man es das ansieht, das Überleben und Erfolg ist ja viel besser als in der autologen Gruppe. Wie gesagt, der Vergleich ist da nicht so ganz zulässig, weil die
autologe Augmentationen, da sind große vertikale Augmentationen dabei, die man sich mit dem allogenen Knochen vielleicht noch nicht so ganz traut. Also die Indikationen für den allogenen Knochen, wenn ich mir die meisten dieser Studien ansehe, sind doch weniger kompliziert. Bei dem Autologen waren es ein bisschen schwierigere Sachen. Insgesamt ließ sich aber herausarbeiten und heraussehen, das Hauptproblem bei den Autografts ist tatsächlich die Entnahmemorbidität und das Hauptproblem bei den Allografts ist die vollständige Integration des Transplantats, die einfach länger braucht. Aber, und das hatte ich auch gerade eben schon gesagt, die Allografts wurden eher bei horizontalen Augmentationen eingesetzt, die Autografts eher bei der vertikalen. Aus diesem systematischen Review im Unterkiefer lässt sich keine Implantat-Erfolgsangabe gewinnen. Hier hat sich gezeigt, dass die Allografts im Gegensatz zu anderen schneller resorbieren als die Autografts, was vielleicht auch an den unterschiedlichen Indikationen liegt. Und wir haben, wie gesagt, einfach zu inhomogene Studien, um da endgültige Schlussfolgerungen ziehen zu können. Ich möchte Ihnen ein paar eigene Fälle zeigen. Wir sind jetzt seit 5 oder 6 Jahren dabei, uns mit dem allogenen Knochen zu beschäftigen. Primär bieten wir es den Patienten an als Alternative zur autologen Transplantation. Es wird sehr gut angenommen, muss man dazu sagen. Gerade wenn man beschreibt, was die Komplikationen sind, wie die Literaturlage ist. Am Ende muss der Patient das natürlich entscheiden. Dieser Patient wollte keine autologe Entnahme haben. Sie sehen hier dieses ausgeprägte laterale Defizit. Patient wollte ein Implantat haben. Das heißt, wir beschäftigen uns im Moment relativ viel mit der Schalentechnik beim autologen Knochen. Das ist jetzt vom Hersteller ein Bild. Man kann diese autologen kortikalen Blöcke recht gut trimmen und individualisieren für den jeweiligen Defekt. Wir bohren zusätzlich noch 2 Löcher immer vor für die Osteosyntheseschrauben, also mindestens 2 Löcher, um das auch wirklich fest fixieren zu können. Sehen hier das angelegte, die angelegte kortikale Platte. Das Defizit sieht man im Moment nicht ganz so gut. Über in diese, die Schrauben werden als nächstes inseriert, also die Platte wird mit 2 Schrauben befestigt und so, dass sie absteht von dem ortsständigen Knochen. In die Lücke dazwischen wird im Sinne Schalentechnik ganz einfach jetzt das Granulat eingefüllt, locker eingefüllt, sodass wir auf der einen Seite einen festen kortikalen Span haben, Resorptionsschutz und auf der anderen Seite dieses lockere Material in das neue Gefäße recht schnell einsprossen können, ohne dass es schnell resorbiert. Das ist das Ergebnis nach 6 Monaten. Wir sind im Moment so weit, dass wir sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer 6 Monate warten bei dem allogenen Material. Es gibt durchaus Autoren, die differierende Angaben nehmen. Also man findet auch Publikationen 3 Monate im Unterkiefer, 6 Monate im Oberkiefer, 3 Monate im Oberkiefer, 6 Monate im Unterkiefer. Wir haben uns jetzt für diese 6 Monate entschieden und Sie sehen hier, das ist die ehemalige kortikale Schale und Sie sehen, wie umfassend die knöcherne Durchbauung auch hier gelungen ist. Die Insertion von dem Implantat, das ist ein 5 mm Implantat, sehen also wie viel wir an Knochen gewinnen konnten. Einmal das Röntgenbild danach und das ist nach der prothetischen Versorgung und nach einer Vestibulumplastik. Im nächsten Webinar wird es ein bisschen auch um die Vestibulumplastiken gehen. Hier haben wir eine xenogene Membran, die Mucoderm-Membran eingesetzt, mit dem wir tolle Erfahrungen, tolle Ergebnisse haben. Und das ist dann das Ergebnis nach einem Jahr bei stabilen Weichgewebsverhältnissen und natürlich einer recht guten Patientenzufriedenheit. In einem anderen Fall hier ist beispielsweise kam es zu einem Fehlschlag eines autologen Transplantats vom Kieferwinkel. Wir haben uns dann entschieden, zusammen mit der Patientin den allogenen Knochen auch wieder in der Schalentechnik zu benutzen. Wie gesagt, uns läuft gerade eine Studie zur Schalentechnik, die wirklich tolle Ergebnisse soweit erbracht hat. Sie sehen hier das Defizit nach der Eröffnung, die Individualisierung des kortikalen Schalenblockes. Hier sehen Sie, wie er dann so aussieht. Vorgebohrt 2 Osteosyntheseschrauben. Die Insertion des Blocks, sehen Sie, was da für ein großer Abstand noch belassen wird. Ich empfehle Ihnen, die Augmentation
um diese Breite des kortikalen Blockes überzuaugmentieren. Einfach deswegen, weil es in der Literatur teilweise wirklich beschrieben wird, dass dieser Block nicht inkorporiert wird und dann verloren geht. Das ist uns bis jetzt noch nicht passiert, aber wenn dem passiert, haben wir trotzdem noch unser stabiles Material. Anschließend das Auffüllen machen wir derzeit ebenfalls mit allogenen Knochen. Es geht sicherlich auch mit xenogenen Materialien, nur habe ich da keine Erfahrung bisher sammeln können. Wir wollen unsere Parameter so homogen wie möglich halten. Das ist nach 6 Monaten Entfernung der Osteosyntheseschrauben sehen, was da für ein umfassenden neuer Knochen gebildet wurde. Die Insertion des Implantats, das war jetzt ein 12 mm Implantat, denn die Schrauben sind hier auch raus. Implantat ist drin, ist genug Platz für das Implantat, damit wir hier unser 1,5 mm Abstand auch haben können. Das entsprechende Röntgenbild, die Vorbereitung der prothetischen Versorgung. Hier sehen Sie dann die prothetische Versorgung, den Bereich, noch ein bisschen unruhiges Weichgewebe. Die Patientin bekommt morgen ihre Vestibulumplastik in dem Bereich. Das heißt, wir werden dann noch eine kleine Korrektur durchführen. Aber Sie kennen es ja, wenn man mit Lappenplastiken arbeiten muss, wenn man Plastik stecken muss, dann verziehen sich die Weichgewebe in diesem Bereich natürlich und es bedarf späterer korrektiver Maßnahmen. Ein anderer Fall aus meiner Zeit in den USA, aus der Harvard Dental School. Als Chirurg würde ich sagen, dieser Zahn ist zu extrahieren. Habe da aber mit einem Oberarzt aus der konservierenden Zahnheilkunde zusammengearbeitet. Er sagte, nein, es ist vital, warum probieren wir es nicht mal? Das heißt also, das hier ist die Eröffnung. Sie sehen den großen Defekt, den wir dann auskurittiert haben, den wir mit allogenem Knochen und diesem Osteocell, also dem allogenen Knochen mit den mesenchymalen Stammzellen, der in den USA zugelassen ist, mit dem wir augmentiert haben, anschließend die Deckung mit der Membran. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis nach 6 Monaten. So sah es vorher aus, so sah es nachher aus. Das heißt, der Zahn blieb vital, da ist ein neu gebildeter, vitaler Knochen. Wenn man jetzt ganz kritisch ist, hätten wir vielleicht noch eine andere Schnittführung nehmen sollen. Also nicht hier die marginale Schnittführung, weil ein bisschen Papille ist dann doch draufgegangen, sondern zum Beispiel eine Schnittführung durch die Papille. In dem nächsten Fall möchte ich Ihnen zeigen, das ist eine Patientin, bei der bereits eine WSR durchgeführt wurde, Augmentation mit xenogenem Material durchgeführt worden. Hier sehen Sie so ein bisschen Granulationsgewebe. Das heißt, da hat alles nicht funktioniert. Es kam zur Extraktion des Zahnes und wir mussten in diesem Bereich natürlich uns was einfallen lassen. Hier haben wir keine Schalentechnik genommen, sondern haben einfach eine Augmentation mit allogenem Knochen durchgeführt, zusammen mit einer stabilen Porkinmembran. Und Sie sehen, der Defekt, leider hatten wir da noch kein Foto gemacht, der Defekt war relativ groß. Sie sehen, wie viel an neuem Knochen hier gebildet wurde, gut durchblutet, wahnsinnig durchbaut. Das heißt, das als Beispiel nochmal von dem Knochen. Das ist dann ein Trepan, den wir entnehmen konnten also vor der Implantation, nach der allogenen Augmentation vor der Implantation. Und Sie sehen, da ist eigentlich kaum noch residuales Material erkennbar. Das ist alles neu gebildeter Knochen. Und das hier als Gegensatz dazu xenogenes Material, gleiche Einheilzeit. Sie haben wie überall diese Partikel umrandet von neuem Knochen, aber die Partikel bleiben eben. Die sind stabil, da ist kein neuer Knochen, sondern da ist eben dieses bovine Material, was dann im lebenslang im Körper auch drin bleibt. Das ist die Patientin nach der Implantation. Wir haben uns dann entschieden, sofort ein Provisorium einzubringen. Das Provisorium ist drin und hier sehen wir die endgültige Versorgung nach 2 Monaten und wie es dann später aussah, also hat sich das Weichgewebe erholt. Ich denke mal, dass wir da von einem recht erfolgreichen Ergebnis reden können. Einem anderen Fall, hier haben wir eine laterale Atrophie, also wir haben einfach zu wenig laterale Weite, um Implantate inserieren zu können. Augmentation durchgeführt mit autologen Knochen gewonnen vom Jochbein.
Sie sehen aber, dass das nicht ganz so funktioniert hat. Wir können uns da, also die Patientin ist zu spät gekommen. Wir reden da von 7 bis 8 Monaten. Da war die Resorption schon relativ ausgeprägt und wir hatten nicht genug Platz, nicht mal für ein 3,3 mm Implantat, um das wirklich inserieren zu können. Das heißt, wir haben es mit der Patientin besprochen, dass wir noch einmal eine Augmentation durchführen müssen. Diesmal wollte sie keine Entnahme mehr haben. Das heißt, wir haben hier den Allogenknochen verwandt. Auch wieder in der Schalentechnik die individualisierte kortikale Schale hier angeschraubt mit 2 Schrauben zur Festbefestigung anschließen, das Unterfüttern dieses Spaltes mit allogenem Granulat. Klinisches Ergebnis nach 6 Monaten nach Eröffnung, das Ergebnis, also komplett gebildeter, schöner neuer Knochen. Wir sehen hier noch die Schale im Unterschied zum granulösen Transplantat. Hier die beiden Implantate, genug Platz für sie, alles drin, das entsprechende Röntgenbild. Das waren jetzt nur ein paar Fälle von den wirklich Hunderten, die wir im Moment in unserer Klinik haben. Wir haben wirklich gute Erfahrungen damit, besonders mit der Schalentechnik, mit den präfabrizierten Bone-Builder-Blöcken. Ist die Erfahrung jetzt relativ gering. Da werden wir auch, denke ich mal, bald anfangen, damit zu arbeiten. Ich kann Ihnen empfehlen, zusätzlich zu der Augmentation, Schalentechnik, Granulat, Membran, wir nehmen noch die LPRF-Membran, also das aus dem Patientenblut gewonnene Thrombozyten-Matrix-Wachstumsfaktor-Matrix, die auf die Membran nochmal draufgelegt würde, weil da gibt es tatsächlich Evidenzen, dass die Weichgewebsheilung dann nochmal besser wird. Insgesamt muss man aber sagen, die Allogentransplantate sollten nur benutzt werden, wenn sie auch zugelassen sind als Arzneimittel. Das heißt, wenn wir von validierten Labortestungen und Sterilisierungsverfahren reden, nur dann können wir auch wirklich sicher sein, dass auch alles draußen ist. Wir haben ein minimales hypothetisches Infektionsrisiko. Das heißt, die Patienten müssen aufgeklärt werden, auch wenn, wie gesagt, seit 1996 es zu keinem berichteten Zwischenfall mehr kam. Und der DNA-Gehalt, der da drin ist, ob das überhaupt, wie gesagt, noch sich um aktive DNA handelt, steht in einem anderen Blatt. Aber er ist auf jeden Fall zu niedrig für allergische Reaktionen. Und solche wurden bis jetzt auch nicht gesehen bei dem Knochen, den wir hier anwenden. Wir haben die Möglichkeit, partikuläre oder kortikale Allografts zu nehmen. Bei den partikulären, wie gesagt, das ist das Zeug, was wir in die Mitte legen. Wir haben eine schnellere Inkorporation, weil die Gefäße gut einwachsen können, haben aber auch einen schnelleren Volumenverlust. Bei dem kortikalen Allograft der Schale haben wir eine langsamere Inkorporation und keinen Volumenverlust. Deswegen ist diese Kombination, die wir da durchführen im Sinne der Schalentechnik, meines Erachtens ganz optimal. Und im Gegensatz zu der Curie-Technik, die natürlich hervorragend ist, muss man nicht den Block entnehmen. Narbenmorbidität, wir haben nicht die Zeit des Ausdünnens des Blockes, der dann angeschraubt wird, sondern wir haben das alles präfabriziert, was natürlich die OP-Zeit deutlich reduziert. Um auf die initiale Frage zurückzukommen, zur Überschrift, stehen wir vor einem Paradigmenwechsel? Naja, ich glaube, wir haben den schon lange beschritten. Es wird nur Zeit, dass er in Deutschland ankommt. In den USA werden 90% aller Augmentationen mit allogenem Material und/oder allogenem Material, mit autologem Material und allogenem Material durchgeführt. Bei uns kommt es so langsam. Ich denke, dass die Probleme im Kopf des Chirurgen sind, also wenn man vom Spenderknochen redet, wenn man den Patienten das erklärt, worum es geht und von Risiken und Nebenwirkungen redet, habe ich bis jetzt wenige gesehen, die das abgelehnt haben, sondern es ist eine relativ breite Akzeptanz. Die klinischen Fälle, die wir haben, wobei man sagen muss, große vertikale Augmentationen würde ich immer noch mit autologen oder mache ich immer noch mit autologen Knochen, mit Beckenkammknochen oder Calvarierknochen. Aber bei den kleinen Augmentationen, lateral und vielleicht auch kleine vertikale Augmentationen, haben wir klinische Fälle, die absolut ähnlich sind wie beim autologen. In der Literatur gute Ergebnisse. Wir haben den Vorteil einer besseren Handhabung. Die Verfügbarkeit ist größer. Die Standardisierung des Materials ist besser. Die Entnahmemobilität ist natürlich nicht da. Und die chirurgische Zeit wird reduziert. Nachteile des allogenen Knochens sind selbstverständlich die
höheren Kosten für den Patienten bei den Transplantaten. Man kann auch sagen, oder man könnte auch argumentieren, dass ein Nachteil ist, wer sind diese Menschen, die da Hüften reinbekommen? Das sind Alte, das sind Menschen, die vielleicht nicht mehr so guten Knochen haben. Dazu gibt es eine ganz aktuelle Publikation, die gezeigt hat, dass der Knochen bei alten Menschen, das allogene Transplantat vielleicht sogar noch besser ist als das bei Jungen, weil die Porosität größer ist im Knochen und das besser fürs Einwachsen ist. Sodass ich im Großen und Ganzen denke, ja, wir haben einen Paradigmenwechsel für die normalen zahnärztlichen Augmentationen, haben wir mit dem allogenen Material etwas, was wirklich gute Ergebnisse erbringt. Dann danke ich Ihnen mit ein paar Bildern aus Rostock für Ihre Aufmerksamkeit. Und möchte noch auf ein paar Fragen eingehen, die bei der Live-Übertragung aufgekommen sind. Auf die meisten Fragen bin ich im Vortrag schon eingegangen. Das war zum einen mal, ob wir zusätzlich PRGF benutzen. Ja, das benutzen wir. Das PRGF hat gute Ergebnisse zusätzlich. Wie gesagt, man nimmt das Blut ab, zentrifugiert. Das kann am Anfang der Operation geschehen, wird dann aufgelegt auf die GBR-Membran für eine bessere Weichgewebseinheilung. Manchmal macht es auch noch Sinn, ein bisschen PRGF zu nehmen und das in das Knochenersatzmaterial noch hineinzuschmieren. Dann bekommt man noch ein bisschen bessere, es wird so ein bisschen sticky, man kann es damit besser anwenden. Mit dem allogenen Material reden wir jetzt von Erfahrungswerten bei mir von 5 bis 6 Jahren, wie gesagt. Fälle, Fallzahl wird so 100, 200 ungefähr sein. Wir haben nicht alle dokumentiert. Die mit den großen Dokumentationen haben wir erst vor 3 Jahren angefangen. Der Kollege hier hat noch gesagt, dass wir hatten uns unterhalten über die vertikale Augmentation und da die Möglichkeit, eine Platte lingual und eine Platte bukal, also vestibulär zu stellen, die beide festzuschrauben und dazwischen vertikal zu augmentieren. Der Kollege hatte da ganz gute Erfahrung. Ich kann dazu bis jetzt noch nichts sagen. Es war so eine Idee, dass wir das in Zukunft auch für periimplantäre Defekte anwenden. Aber wie gesagt, von Erfahrung kann ich da noch nicht reden. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.